بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister, aus gegebenem Anlass wollte ich mich heute mit einem Livestream melden. Wir haben längere Zeit schon keinen Livestream aus technischen Gründen gemacht. Ich wollte euch darum bitten, diesen Livestream zu teilen. Ich möchte eigentlich in erster Linie darauf aufmerksam machen, dass ich vorhabe, heute Abend inshallah um ca. 22 Uhr, also zumindest in Abendstunden, steht euch genau fest, einen längeren Livestream zu machen, weil ich gerade auch etwas beschäftigt bin über das Thema, über diesen Anschlag in Neuseeland, was dort passiert ist. Zunächst einmal, die Menschen, die dort gestorben sind, sind aus islamischer Perspektive in einem wunderbaren Zustand gestorben. Denn der Prophet a.s. sagte sinngemäß, dass ein Mensch so erweckt wird, wie er gestorben ist. Und diese Menschen sind beim Freitagsgebet in der Moschee getötet worden. Möge Allah sich ihnen erbarmen. Und wir sagen zu den Angehörigen, sagen wir, A'zama Allahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara li amwatikum, wie der Prophet a.s. es uns beigebracht hat. Möge Allah euren Lohn vermehren und eure Trauer gut machen und euren Toten vergeben. Worum es mir eigentlich hier geht, ist darauf aufmerksam zu machen, was wir als Muslime machen können. Wir haben es mit zu vielen Leuten zu tun, leider, die falsche Herangehensweisen haben, wenn es um Gewalttaten geht, sowohl gegen Muslime als auch gegen Nicht-Muslime. Ich weiß schon, an dieser Stelle möchte ich übrigens auch erwähnen, weil jetzt bestimmt gleich einige Hater kommen. Und was ist mit dem Anschlag da und da? Wir haben uns schon gegen so viele Anschläge ausgesprochen. Und nicht um unsere Trauer zu bekünden oder um für die Toten zu beten. Für die Toten haben wir eben gebetet, für die toten Muslime. Sondern um klar zu machen, um Muslimen klar zu machen, dass solche Taten falsch sind, um sie davon abzuhalten. Das ist unser Ziel immer gewesen. Das wollte ich nur an dieser Stelle erwähnt haben für irgendwelche Leute, die mit diesem blöden Gequatsche jetzt kommen. Aber für uns ist es wichtig zu wissen, was wir zu tun haben. Ich möchte an dieser Stelle erstmal eine Sache sagen. Liebe Geschwister, es werden gerade Videos rumgeschickt von dieser Tat. Ihr müsst wissen, warum hat dieser Täter diese Videos gemacht? Er will damit Propaganda für seine Sache machen. Das heißt, der Täter freut sich darüber, wenn ihr diese Videos jetzt überall verbreitet. Und deswegen rate ich davon ab, insbesondere Videos zu veröffentlichen, wo Muslime am Weinen sind, wo Muslime am Schreien sind. Weil das ist etwas, woran sich diese Leute befriedigen. Sie freuen sich, das Leid zu sehen. Es gibt einige Videos, die sind wie ein Computerspiel, wo einfach nur geschossen wird und Leute sterben. Ja? Aber es gibt andere Videos, ja, wo man Leute leiden, weinen sieht. Das ist genau das, was er will. Und das ist vielleicht nicht im Sinne der Privatsphäre von denjenigen, die getötet worden sind. Und es ist praktisch Propaganda für diesen Typen. Deswegen bitte ich euch davon rate ich euch davon ab, solche Videos zu verschicken, wo solche Szenen zu sehen sind. Das erstmal an erster Stelle. Dann, es sollte uns als Muslime nie einfach darum gehen, zu jammern und zu jaulen und zu schreien, sondern uns sollte es immer um Verbesserung gehen. Und sollte uns immer darum gehen, wenn wir etwas sehen, uns zu fragen, was können wir an unserer Situation verbessern? Wie können wir die Welt zu einer friedlicheren Welt machen? Das ist die Frage, die wir als Muslime uns stellen sollten. An dieser Stelle gebe ich euch erstmal allen den Rat. Ihr werdet heute sehen in islamfeindlichen Foren wie PE News und anderen Foren, wie in den Kommentarspalten zum Mord aufgerufen wird gegen Muslime, wie diese Tat gefeiert werden wird. Macht von diesen Leuten Screenshots. Macht Screenshots von allen Leuten in Instagram, in Facebook, in YouTube oder in irgendwelchen Internetforen, die gegen den Islam sind, wovon es Hunderte gibt, macht Screenshots davon. Macht Screenshots von Zeitungen, Tageszeitungen, wo diese Tat gefeiert wird. Es gibt 10.000 Menschen in Deutschland, die diese Tat heute feiern. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, auf einige Videos, die ich gemacht habe, vor Jahren, um genau zu sein, vor fast 10 Jahren. Ich habe einen Vortrag gemacht, der heißt Die Propagandamethoden von Adolf Hitler in der heutigen Zeit.
Ich habe über den Anschlag von Anders Breivik gesprochen. Ich habe über die Propagandameister gesprochen. Ich habe sehr, sehr viele Vorträge in diesem Bereich gemacht und ihr müsst diese Sachen euch nochmal anschauen und nochmal durchgehen. Dann empfehle ich jedem, dieses Buch hier zu lesen. Dieses Buch ist 1996 geschrieben worden von Samuel P. Huntington, im Kampf der Kulturen. Ja, hier stehen so viele Dinge drin, die unsere jetzige Situation sehr, sehr gut beschreiben und einen sehr großen Einblick geben. Liebe Geschwister, Erfolg kann man nur durch richtige Urteilsfindung haben. Und richtige Urteilsfindung ist meistens das Ergebnis von Erfahrung. Und Erfahrung ist meistens das Ergebnis von falscher Urteilsfindung. Man kann aber nie zu einem richtigen Urteil gelangen, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist und wenn man nicht rational, logisch denkt. Wir haben es mit zu vielen Muslimen zu tun, die einfach nur emotional sind, einfach nur emotional rumposaunen und falsche Rückschlüsse ziehen. Im Jahre die deutsche Nationalmannschaft, als sie vor Jahren gescheitert ist, das müsste im Jahre 2008 gewesen sein, hat man sich zusammengesetzt und hat sich gefragt, was können wir besser machen. Daraufhin wurden Fußballinternate gebaut. Im Jahre 2014 wurde Deutschland Weltmeister. Das heißt, sie haben aus ihren Fehlern gelernt und etwas besser gemacht. Dann gibt es wieder einen Rückschlag, jetzt versuchen sie wieder etwas besser zu machen. Was ich damit sagen will ist, wir müssen unsere Situation genau betrachten und richtige Rückschlüsse ziehen. Chronologisch mit Details. Wir haben heute so viele falsche Vorstellungen, so viele falsche Rückschlüsse, wie zum Beispiel, ja, gegen den Islam wird erst seit heute gehetzt. Ich habe einen Vortrag, die Geschichte der Islamhetze. Schaut euch diesen Vortrag an. Ich zeige euch dort Zeitungen aus den 80er Jahren, Zeitungen aus den 90er Jahren, das heißt Stern, Spiegel, Titelblätter. Schaut es euch an. Ihr müsst ein richtiges Urteil fällen können. Schaut euch diese Vorträge an und lest euch beispielsweise dieses Buch durch, Kampf der Kulturen. Ja? Ich kann euch mal hier ein paar Beispiele vorlesen. Er beschreibt hier praktisch, wie es zu einem Krieg kommen könnte zwischen dem Westen und dem Islam. Ja? Und lasst euch nicht täuschen von Leuten, die erzählen, es gibt nur wenige von diesen Menschen. Es gibt sehr, sehr viele von den Menschen. Wenn ihr heute in den Foren seht, werdet ihr sehen, wie viele es gibt, die so denken. Aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht den Fehler machen, wieder ein falsches Urteil zu fällen, indem wir alle gleichzeitig verurteilen. Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilayhim. Suche 60 Vers 8. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpft haben und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, mit ihnen Güte und Gerechtigkeit umzugehen. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Warum erwähnt Allah hier die Gerechtigkeit? Das heißt, wir müssen schauen, wie wir mit den Menschen umgehen, die uns nicht wegen der Religion bekämpfen, dass wir gerecht zu ihnen sind, dass wir gütig zu ihnen sind. Nicht, dass wir sofort auf der einen Seite alles schönreden. Ja, ist nur ein Einzelfall. Das ist kein Einzelfall. Marwan Shabini wurde 2009 in Deutschland getötet. Der Anschlag in München, dieser, was als Amoklauf genannt wurde, war ein gezielter Anschlag auf muslimische Jugendliche von einem Islamhasser. Es gab einen Anschlag in Frankreich auf eine Moschee. Wir haben mehrere Beispiele. Anders Breivik hat die Sozialisten getötet, so wie Adolf Hitler damals mit den Sozialisten angefangen hat, weil sie die Juden geschützt haben oder weil er gedacht hat, dass sie im Weg stehen zur Vernichtung der Juden. Wenn man sich sein Manifest durchliest, weiß man genau, dass das ein islamfeindlicher Angriff war auf diejenigen, die vermeintlich mit den Muslimen in einer Reihe stehen, weil er auf die besonders Hass hatte. Es ist kein Einzelfall. Das muss man hier ganz klar und deutlich verstehen. Es ist kein Einzelfall. Hier wird Hass geschürt im Internet und diejenigen, das sage ich ganz klar, die jetzt in der deutschen Regierung ja, ihre Kondolenz aussprechen, und wir sind mit den Opfern von da und da, lassen diese Hetze zu. Wenn wir auf unserer Internetseite gegen die Juden agitieren würden, wie das auf Dutzenden, Hunderten Internetseiten in Deutschland gegen die Muslime geschieht, würden wir schon nach einem Tag geschlossen werden. Das muss man hier ganz klar sagen. Das heißt,
Das Schüren von Hass wird heute nicht durch den Stürmer, die Zeitung der NSDAP, der Nazis, geschürt, sondern im Internet. Und damit werden vielleicht mehr Leute erreicht, wie durch den Stürmer zur damaligen Zeit. Und mehr Leute werden infiziert mit dieser Ideologie. Und das haben wir schon im Jahre 2009 Al Jazeera gesagt. Und das Ergebnis davon war, dass daraufhin die Muslime gegen uns aufgehetzt worden sind. Der Begriff Salafisten ausgewählt wurde. Denn die Hetze gegen uns war nie die Muslime. Bei uns wurde immer betont, dass es nur eine kleine Minderheit von Muslimen. Aber wenn es einen Ehrenmord gab, dann wurde über ein kulturelles Problem gesprochen, nicht über eine Minderheit der Muslime. Zeig mir mal einen Bericht im Fernsehen, wo über Ehrenmord gesprochen wurde. Das macht nur eine Minderheit der Muslime. Zeigt uns einmal, wo über die Rütli-Schule in Berlin gesprochen wurde oder über Kriminalität von Muslimen, wo gesagt wurde, es ist ja nur eine Minderheit. Sondern da wird es anders dargestellt. Deswegen ihr müsst verstehen, warum der Begriff Salafisten gewählt wurde, verbreitet wurde. Weil wir im Jahre 2009 gegen diese Hetze Kundgebungen in ganz Deutschland gemacht haben, die Hetze, die zu solchen Taten führt. Die Hetze, die zur damaligen Zeit dazu geführt hat, dass die Juden abgeschlachtet worden sind. Und heute Abend werde ich inshallah detailliert auf dieses Thema eingehen. Verbreitet diese Botschaft, damit ihr heute Abend auf unsere Facebook-Seite kommt. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.